Wir kommen zurück zu Sacred 3, aber nix wie raus hier. Komm mal mit, Martin. Na gut, komm ich mit. Level verlassen. Raus. Fünf Wellen besiegt. Alles richtig gemacht. Energietotem hatten wir jetzt aber nicht dabei. Genau. Schauen wir mal, was das ist. Warum habe ich mehr Punkte als du? Jetzt klickt man nicht alles weg. Dann sollte ich das schnell wegklicken. Bam. Und zwar deutlich. Finde ich nicht gut. Das gefällt mir so gar nicht. Warte mal, was macht denn das Energietotem? Also, stellt für alle Spiele in Reichweite nach und nach Energie wieder her. Ach, das für die Sonderfähigkeiten. Wahnsinn. Okay. Das ist ja der Hammer. Ich bin auch schwer begeistert. Kann ich irgendwas, ich kann aber auch nichts aufleveln. Ach, also papalapap, weiter geht's. Warte mal, ich konnte mir doch irgendwas nicht kaufen. Im Leben, so allgemein. Du konntest ja unten war das die Wiederbelebung konntest du nicht verbessern, Freund. Ah, stimmt. Jetzt kann ich's. Sehr gut. Warte mal, was habe ich denn damit gemacht? 30% schneller. Ah, sehr gut. Ja, aber Zeit, dass unsere Angriffe besser werden. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, dass wir in die nächste Gegend kommen. Hier ist nochmal Ruhestätte der Herren. Mal schauen wir mal an, was da los ist. Ach, das ist irgendwas mit, genau, Überreste von einem alten Drachen. Und die Feinde, wollen wir mal gar nicht differenzieren, versuchen da irgendwas zu stehlen. Ich beschäftige mich halt gar nicht. Wie, gehst du einfach nicht tiefer in die Story rein? Und los geht's. Greift alles an, das euch angreift. Ja, siehst du, so, das reicht mir. Ist eigentlich so, kommt man da noch rein in die Diablo-Geschichte? Du hast es ja schon gespielt. Ist das spannend, was okay, da so passiert? Oh Gott. Oh. Nicht so der Rede wert. Würdest du sagen, man spielt das nicht für die Story? Boah, warst du jetzt schneller? Ja, natürlich. So geil. Man sehe halt oft einfach nicht mehr, was da was ist. Diese blöden Pflanzen. Aber da kommen noch mehr. Na dann. Siege alle Feinde. Das ist ja mal eine einfache Ansage. Kann ich eigentlich irgendwie kaputt machen, diese blöden. Aber ich weiß nicht, ob man so vielleicht ähnlich Spucker. wie die. Geht vielleicht nicht. Habe ich schon probiert, wie die anderen fallen. Regelt nicht drauf, vielleicht muss man einfach nicht darüber latschen und da sich. Vielleicht muss man sich einfach nicht treffen lassen. Genau. Verrückte Idee. Boah, weg da. Nix weg da. Meinst du stehst das einfach durch? Schade, dass diese Bombenangriffe nicht auch die Gegner kaputt machen. Von ihm. Das fände ich gut. Fühlt sich gut an. Ah, ich geh mal lieber weg. Das heißt mir sexy. Sauber. Genießt den Tanz. Ah, fuck. Zack. Ihr könnt stolz auf euch sein. Und jetzt geht heim. Geht stolz auf euch sein und jetzt geht heim. Wo geht's denn heim? Oh, schau mal hier, Drache. Ich komme hier nicht rum. So. Und jetzt? Sieht ganz cool aus, oder? Achso, ich dachte, wir müssen schon was machen. Das hier können wir aufmachen. Das ist ja Diablo-mäßig, wie es mal so rausspringt. Mhm. Naja, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. So, man kann es auch beschleunigen, ja. So geht's auch. Das ging fix. Ja, diese kleinen Zwischenlevel, die sind dann oft mal ganz, ganz gut zu machen. Da braucht man nicht lang. Ich glaube, die sind so ein bisschen dafür gedacht, wenn man mal nicht mehr genug Gold oder so hat, dass man einfach mal schnell sich was besorgen kann. Oder, wie in unserem Fall, alles aufsteigt. Wir sind so ja Kampfkünste. Hochgelevelt hier. Stampfen könnte ich jetzt aufleveln. Könnte ich verbessern. Finde ich aber eh scheiße. Ich finde es Entfernung voll gut. Muss Level 10 werden dafür. Das will ich gar nicht besser. Feuerklinge ist auch besser als dieser scheiß Flammenodem. Man kann hier jetzt übrigens, Block kannst du freischalten. Da muss man allerdings entscheiden. Entweder wegrollen oder blocken. Ich bin eher immer jemand fürs Wegrollen. Ich behalte das Ausweichen erstmal. Das finde ich aber, ist mir bei dem Titan Quest aufgefallen,
Das finde ich voll schade, dass ganz wenige von diesen Action-Rollenspielen eine aktive Blockfunktion irgendwie haben. Mhm. Oder eben eine Ausweichfunktion. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht genug Geld. Schmiedefeuer wird durch Magie, bla bla bla, Schaden erhöht sich um 20%, okay. Was? Boah, ist ganz schön viel mehr Schaden. Das waren 2, 4. 10% mehr Schaden bei allen Angriff und 20% Wahrscheinlichkeit, durch durchschnittliche Feinde sofort umzustoßen. Oh, klingt jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich weiß nicht ganz, was unten dieses Spezial bedeutet immer bei den Waffen. Aber ich kann es eh nicht aufleveln, weil ich wie immer im Leben kein Geld mehr habe. Ah. So, ich bin soweit. Ja. Willst du den Typen behalten? Mein Sonnenspalter? Ach guck mal, hier kann man auch nur so rauszoomen. Was will ich behalten? Dein Geist, aber jetzt ist es eh zu spät. Ich hatte noch keinen neuen. Alles, was man, wenn man irgendeine Kategorie was Neues hat, wird mit so einem Ausrufezeichen angezeigt. Ah ja, stimmt. Und, ich hätte anscheinend und wir hätten ja auch sonst so eine Ansage bekommen in der Spielwelt. Wahrscheinlich. Man kriegt das pro Spielfigur. Komisch. Der Sonnenspalter ist aber ziemlich gut. Den habe ich jetzt mal aufgelevelt. Damit mache ich jetzt mal mehr Punkte als du. Von daher ist es meine Lieblingswaffe. So, aber da leuchtet die ganze Zeit das Mikrofongeräusch. Das Spiel wird ja wohl nicht den Ton von uns jetzt nochmal im Spiel nochmal abspielen, oder? Nee, keine Ahnung. Aber es kommt... So blöd. Welches Mikro hat das? Hätte das denn? Naja, das ich habe keine Ahnung, wir gerade aufhaben. Ja, aber warum im Spiel? Das Medium scheint links und rechts anzugreifen, ohne erkennbares Muster oder Grund. Vielleicht ergibt das Sinn. Kartells Schiffe wurden auf dem Weg zum Hafen von Pelias gesichtet. Bei meinem Saphiri-Heimatland. Ein Schlag ins Eingemachte. Mein Volk hat einst 3 Häfen und einen Chihuahua erobert. Aber wir haben sie zurückgegeben, außer den Chihuahua. Kartell wird diesen Hafen nicht zurückgeben. Er wollte ihn schon jahrelang zu seinem Eigentum machen. Wie passt das in Zanes Plan? Der Hafen von Pelias ist Umschlagplatz für ganz Ancaria. Wenn Kartell den Hafen übernimmt, wird kein Nachschub sein Ziel mehr erreichen. Und das wäre das Ende des Widerstands. Überzeugt. Lasst uns gehen. Ich würde mich interessieren, ich würde ganz gerne mal einen... Der Entwickler, des Produzenten oder der entschieden hat, dass das witzig sein soll, dass er mir erzählt, warum. Und das ist auch, das ist ja nicht mal so, dass es in sich witzig ist, aber ein bisschen Chihuahua. Das passt auch gar nicht in die Spielewelt. Ja, das ist einfach. Das ist komisch. Das geht, total das geht einfach überhaupt nicht. Das ist so unglaublich dumm. Der Angriff muss schon begonnen haben. Ja. Schnell unglaublich. Weißt du noch, die hatten doch davor nochmal so ein anderes Ablegerspiel gemacht. Dieses das war nicht nur so ein Browserspiel oder so? Nee, das gab's auch richtig. Die Söldner ins Jenseits. Für jeden, den ihr mitnehmt, wird einer richtig auf Konsolen, auf PC. Flieht vor uns oder sterbt. Wir Sacred Citadel, glaube ich, hieß das genau. Und das kam ja auch nicht gut an. Das war aber auch nur so ein Casual-Dingens oder so. So ein 2D-Sidescroll-Action-Spiel war das. Und es hat nicht gut funktioniert. Es war echt nicht, war kein gutes Spiel. Aber wo man auch so denkt, warum nicht das Sacred hier als irgendein Sacred mit Untertitel rausbringen? So statt quasi Sacred 3, das wäre echt besser. Ja. Statt überhaupt dieses Sacred Citadel überhaupt zu machen. Noch mehr Boote landen. Wenn wir sie nicht zerstören, werden immer mehr Söldner kommen. Oh, Baby. So, kümmer du dich mal um die, ich kümmere mich mal hier um das Boot. Ja, ich hau die Männchen kaputt. Ich glaube auch, dass das viel weniger Kritik abbekommen hätte, das Spiel, wenn sie das als irgendein Sacred mit Untertitel verkauft hätten. Ja, das ist ein Ableger, das von vornherein klar ist, okay, genau. Es ist ein anderes Spiel irgendwie. Ja. Und vielleicht auch nochmal so gesagt, ja, es kommt noch ein richtiges Sacred 3. Da wo es kommt ein Spiel. Da kannst du ja als PR-Mann lügst du dann halt, ne? Es kommt ja ein Spiel von den ursprünglichen Entwicklern, ne? Dieses Unsacred oder Unholy, irgendwas mit An. Aber da mussten sie auch einen Namen ändern. Ich glaube Unsacred oder so soll das irgendwie hießen. Auch sehr kreativ. Ja, danke Jungs. Obwohl ich da auch ein bisschen, also jetzt nur, weil die sagen, sie machen jetzt irgendwie nochmal so ein klassisches Sacred, würde ich auch nicht automatisch glauben, dass das super wird, weil... Nö, das nicht. Das erste Sacred war halt geil, weil es so... Erstmal war es jetzt ein deutsches Projekt, dadurch hat es schon gleich hier bessere Presse bekommen. Die haben meine schönen Landungsschiffe kaputt gemacht. Oh, ich glaube, er ist sauer. Wartet nur, bis er sieht, was ihr mit seinen Söldnern macht, die in der Werft warten.
Es war auf der Höhe der Zeit, auch so vom, was es so bot. Es war ein bisschen anders als Diablo mit dieser offenen Welt und dem vielen Hin und Her. Es hatte sowas wie Pferde und sowas, was ja. Es hatte viele so First-Geschichten, was es einfach zuallererst gemacht hat. Und beim zweiten hat man ja dann schon gemerkt, naja, so richtig rund läuft's noch nicht. Oder nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht noch gerne einen Dreier mit Maus am PC nochmal sowas. So direkte Steuerung hat schon was spielen wollen. Das macht mich nicht wütend. Diesen Elite-Soldaten hingegen. Sei denn, sie kriegen es mal hin, dieses Spiel zu verknüpfen mit einem coolen, mit einer coolen Story. Also mal mit coolen Figuren und so. Ja, das wäre nicht verkehrt. Da wüsste ich nicht, wo das herkommen sollte auf einmal. Noch einmal. Weil das war noch nie gut, ja, die Story. Ja, aber ist ja nicht verboten. Oder? Ist ja nicht verboten, eine gute Story aber, zu machen. Man muss ja trotzdem erstmal machen, ne? Wow, ihr segelt hier einfach so durch, hä? Und jetzt zur Stadt, bevor Kartells Truppen noch mehr kuscheln wollen. Kuscheln wollen die also? Da habe ich wohl was nicht mitbekommen. Weiß ja nicht, wie du kuschelst, aber... mit der Axt in der Hand. Nein, Scherz. Obwohl. Oh, oh, oh. Warte. Vielleicht könnt ihr ja, wenn ihr einen Weg auf das Dach findet... Das ist ja ein komischer Hexenmeister hier hinten gerade gewesen. Ja. Der beschwört dann irgendwie so einen Energieball. Jetzt fliegt ihr. Ja. Sie nennen das Fliegen, wir nennen es einfach hier den Gang hochgehen. Männer! Kämpft wie eine Kanone und pustet diese Helden von dieser Welt. Oder kämpft wie Mäuse und verzichtet auf den Schatz. Klettern Sie die Mauer an diesem Gebäude hoch? Ja. Bei der Macht der Sonne. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute nicht geduscht habe. Wahnsinn. Was deiner so raushaut, dein Kollege. Sauber. Ihr wollt doch die Erde retten, richtig? Dann wird euch ein bisschen Regen bestimmt nichts ausmachen. Das muss auch an Kinect liegen, dass er gemerkt hat, dass ich heute nicht geduscht habe. Jetzt auch mit Geruchssensor. Es regnet doch gar... Oh, stürzende Felsen voraus. Nein. Guck mal, die werfen die da unten sogar. Ja. Also ich denke, wer oder was es auch ist, von dem die Zivilisten abhauen, ihr müsst euch darum kümmern. Ach, das sollen wir in dem Spiel machen. Aha. Um Zivilisten kümmern. Gegner verhauen. Ah, nicht in jede Falle reinlaufen. Danke. Das habe ich gut gemacht. Gut getan. Die Söldner fühlen sich hier scheinbar richtig zu Hause. Sie haben es sich in einer Wohnung schön eingerichtet. Ach nee, die versuchen nur euch zu töten. Wer denkt sich das aus? Boah. Wir haben einen Fall für die Making Games. Schlimmer als unsere Witze auf der Gamescom. Was nochmal, was? Ist das schlimmer als unsere Witze auf der Gamescom. Und das muss man erstmal schaffen. Ja? Vielleicht war das aber auch das Goal. Das Geheime. Obwohl ich beim, ach guck mal, genau, der Hexenmeister, der beschwört so eine komische Kugel. Ah, jetzt hab ich aufgestanden, die Sau. Tut mir leid, dass ich euch... Oh, halt! Moment. Oh, warte mal, der steht hier noch. Dieses Kran-Dingsbums da links vom Gebäude. Dreht das Rad und beobachtet, was passiert. Dreht das Rad und beobachtet, was passiert. Dann dreh mal das Rad. Feinde kommen. Ich dreh mal nochmal. 6 Mal müssen wir dann drehen. Ja. Wow, wow, weiter so. Wow, es funktioniert tatsächlich, was ich die ganze Zeit schon wusste. Natürlich. Also, als ich letztens das Titan Quest gespielt habe, da hatte ich diese Preview-Version von dem Sacred schon mal vorher gespielt gehabt. Ja. Was mir da aufgefallen ist, wenn man es jetzt so alleine spielt, gerade so das Titan Quest,
Das kannst du ja auch im Koop spielen, ne? Das geht auch im Multiplayer. Wusste ich gar nicht mehr. Aber nicht an einem System. Generell so dieses, dass ein bisschen Feedback kommt und dass man irgendwie Sachen hört, finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe bei Titan Quest richtig gemerkt, dass einem das fehlt. Rennst halt durch diese Landschaften, haust die Monster weg und hast dann so ganz, ganz selten mal so kleine Story-Elemente drin, aber so einen permanenten Kommentar zu dem, was so passiert. Ja, gut, das ist ja das, was man sonst ein bisschen im Let's Play hat, wenn wir das halt die ganze Zeit machen. Ja, mein Gott. Ja. Oh, weg. Hallo, mein Scheiße. Name ist Rad. Ich bin so einsam. Ja, kannst du auch Rad drehen, Mann. Dreh ich halt mal das Rad. So. Jetzt könnt ihr einfach hinübergehen. Ach, jetzt schon. Die Idee war das nochmal. Ach ja, meine. Ah, fuck. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. So, jetzt haben wir das Rad gedreht. Folge ist vorbei. Und dann können wir in der nächsten Folge hier mal rübergehen. Machen wir. Also, bis dann. Ciao.